So, letztes Mal war die Stange nicht ganz auf dem Bild, weil ich nämlich direkt von unten angefangen habe zu filmen. Dann dachte ich, dann mache ich mal das Rack mittig. Aber da sieht man nicht das ganze Gewicht. Also jetzt ist eh erster Aufwärmsatz. Ich hätte das Gewicht vom letzten Squat noch komplett drauf, deswegen hatte ich keine Lust, die letzte Scheibe auch wieder abzumachen. Deswegen wärme ich diesmal nicht mit der Stange auf. So, wieder die Position und Tiefe zu sehen. Ich stelle auch die Pins eine Einstellung runter. Ja, es müsste jetzt mehr als tief sein. Mal gucken. So, also ich fand das gerade tief genug. Das war jetzt nochmal mehrere Zentimeter tiefer als das letzte Mal. Und man kann das aus der Perspektive, von der ich filme, auch nicht wirklich sehen. Und ich habe auch relativ dicke Beine im Verhältnis zu meinem Körper. Ich habe mir ganz viele Squat-Videos in letzter Zeit angeguckt und die sahen alle aus, als wären die komplett über parallel gebeugt von Top-Athleten, was eigentlich nicht sein kann. Und bei ein, zwei Videos war dann dieselbe Beuge nochmal aus einer anderen Perspektive von der Seite. Und da war es ganz klar unterparallel. Also ich kann das jetzt leider nicht überprüfen, aber wenn ich noch weiter runter gehe, das hatte ich jetzt versucht, fühlt sich das überhaupt nicht mehr gut und auch nicht mehr beneficial an. Und solange ich das nicht überprüfen kann, reicht es mir, wenn ich das als, falls es nicht tief genug sein sollte, ich weiß nicht, vielleicht ist es so, vielleicht ist es tief genug, aber falls nicht, bin ich auch zufrieden, wenn es eine Strongman-Kniebeuge ist. Also. Ja, ich mache halt ja keine Wettkämpfe, auch in den nächsten 2 Jahren nicht. Ich will halt erstmal 2 Jahre trainieren oder drei und Technik verbessern. Und wenn, falls dann halt noch ein paar Zentimeter fehlen, also ich will auf jeden Fall mich nicht dazu zwingen, jetzt, weil sich das halt körperlich wirklich nicht gut anfühlt, noch tiefer zu gehen. Also ich bin jetzt schon deutlich tiefer als vor Wochen, tiefer als beim nächsten Training und werde immer versuchen, jetzt diese Pins zu berühren. Wieder nicht runter. Ah, Wirbelung ist falsch gemacht. Die Beine waren nämlich schon wieder im Weg. Das ist halt gar kein Problem so von irgendwas, was ich es erklären soll. Dann versuche ich weiter runterzukommen, dann blockieren einfach meine Knie und Beine, nicht von der Mobilität, weil wir jetzt langsam nur im Weg sind. Ich weiß jetzt nicht, woran es wieder lag. Ich habe die Knie schon weit nach außen getrieben. Ich denke, der Oberkörper muss noch weiter nach vorne lehnen. Das fühlt sich halt an wie RPE4, RPE3. Und trotzdem funktioniert es von der Anatomie einfach nicht. Ach, und ich. Scheiß Beine. So, ich musste dem Drang jetzt richtig widerstehen, Gewicht drauf zu machen. Das hat mich jetzt richtig Energie und Kraft gekostet. Kopf sagt dann so, ja, wenigstens 10 Kilo, damit das nicht mehr RPE4 ist, sondern RPE5. Aber ab 200 Kilo scheine ich da halt irgendwie zu aufrecht zu starten mit der Beuge, weil ich Angst habe, dass die Stange sonst nach vorne wegrollt. Und aufrecht geht bei langen Beinen überhaupt nicht beim Beugen. Da kann man
dann ist es einfach anatomisch unmöglich, Tiefe zu erreichen. Ich versuche jetzt auch mal mit Gürtel, ob das irgendwas ändert mit dem Bracing. Bisschen weiterer Stand, obwohl ich da weniger Power habe mit einem weiteren Stand, aber es ist stabiler und man kriegt die Beine dann aus dem Weg. Ich habe mich beim letzten Satz dann einfach gezwungen, trotzdem runterzukommen, aber es hat irgendwann einfach aufgehört. Ich kam nicht runter, egal was ich mache. Ich konnte so pausieren, Party machen und es ging einfach nicht weiter. Beine waren blockiert, einfach anatomisch. Und dann habe ich einfach irgendwie dazu gezwungen, den letzten Weg zu machen. Aber das ist halt, das geht halt gar nicht. Das ist halt echt scheiße. Ja, ich versuche das dann jetzt mit diesem leichten Gewicht, 65% ungefähr des One Rep Max, irgendwie damit rauszufinden, was ich machen muss, damit meine Anatomie mich nicht sabotiert. Ach, dieses T-Shirt wieder. Vielleicht lag es auch daran, dass ich das mit dem Gürtel dann so runter ziehe und dann habe ich keine Bewegungsfreiheit, werde dann nicht tight enough an der Stange, das kann alles zusammenhängen. Will nicht weiter runter, der Körper. Der will einfach nicht weiter runter. Ich versuche es richtig hart, um nachzuschieben. Jetzt komm runter, da passiert nichts. Und es liegt nicht an verkürzten Muskeln, also ich spüre gar keine Dehnung oder Spannung auf den Muskeln. Ich bin da einfach mit dem Latein momentan am Ende. Es geht halt nicht tiefer. Ich kann nicht tiefer beugen. Die ganze Zeit mit weniger Gewicht arbeiten und trotzdem nicht tiefer kommen, weil es liegt einfach nicht am Kackgewicht. Das Einzige, was ich jetzt machen könnte, ist mal die Perspektive. Also ich hätte eine andere Perspektive kann ich natürlich anbieten. Ich kann das jetzt runterbeugen auf die Halterung. Also einmal runterbeugen und dann kann ich mich umdrehen und dann in einer toten Position aus hochbeugen und hier reinmachen, damit man noch von vorne sieht. Aber ich komme ja gar nicht so tief bis zu den Haltungen, deswegen muss ich das irgendwie fallen lassen, die letzten Millimeter. Ich mache das mal kurz. Jetzt kam ich tief genug. Okay. Ich weiß auch nicht warum. Beim dritten Versuch kam ich jetzt hier runter. Ich habe jetzt den Cue angewendet, Ribcage down und Gaze ein bisschen runter. Also nicht so, ein bisschen runter. Und dann kommt der Oberrücken vielleicht automatisch ein bisschen weiter nach vorne. Weil das brauche ich halt mit den langen Beinen. Es hat jetzt geklappt. Ich habe noch nie eine
Death Squat gemacht. Das werde ich dann jetzt machen. Dann könnt ihr das Ganze mal von vorne begutachten. Okay, was ist hier los? Andere. Wie soll das denn jetzt hier gehen? Frage ich mich. Scheiße. Wie soll das denn gehen, bitte? War vielleicht zu tief. Die Halterung höher stellen müssen, ich Idiot. Ich hab schon gedacht. Jetzt kriege ich doch so jetzt nicht mehr raus. Ich krieg halt die Hände nicht runter als. Toller Quatsch. Oh ne, das fühlt sich nicht gut an. Oh, Mobility sagt Tschüss. Ja, wenn ich ein Video dabei mache, dabei laber, kann ich nicht mehr nachdenken. Hätte die Pinne einfach höher machen sollen. Dann muss ich jetzt halt arbeiten. Alles runter, alles rauf wieder. Ach Mann, da hat er nicht aufgenommen. Es passt natürlich noch weniger von der Stange auf dem Bild. Und rechts muss ich auch aufpassen mit den Vorhängen. Ist nicht so optimal. Also ich habe es gerade schon ausprobiert und ich dachte, der nimmt auf. Und zwar komme ich so ein paar Millimeter über die, wie die Pins jetzt eingestellt sind. Und ab da fühlt sich das nicht mehr gut an. Ab da muss ich mich zwingen, mit dem Körper. Das fühlt sich an, in eine unnatürliche Position zwingen. Und das geht dann auch nur noch, indem der Oberrücken dann nach vorne rundet. Anders geht es anatomisch gar nicht, tiefer zu kommen. Ich gehe halt so runter und ich komme nicht weiter runter. Das geht nicht. Das hat auch nichts mit verkürzten Muskeln oder sowas zu tun. Das funktioniert nicht. Also jetzt bin ich mit den Füßen auch nicht ohne Gewicht. Scheiße, ich jetzt nicht mit den Füßen auf dem Boden zu bleiben. Und dann, um noch weiter tiefer zu kommen, muss ich dann so machen. Und das ist halt absoluter Quatsch, deswegen habe ich nie tiefer gemacht. Ich müsste eigentlich, dürfte ich gar nicht so aufrecht starten, aber ich weiß nicht, wie das funktionieren soll. Ich müsste eigentlich so leicht vorgebeugt starten und dann mich nach vorne beugen. Dann geht das. Das fühlt sich aber auch richtig, das fühlt sich gefährlich an und richtig unangenehm. Aber nur so funktioniert das bei den langen Beinen anatomisch. Ich weiß ja nicht, was ich machen soll, ob ich jetzt Low Bar lernen soll. Weil dann ist das Problem nämlich nicht mehr da. Weil mit Halber geht das nur mit starken Rücken nach vorne lehnen und da muss der Rücken extrem stark für sein. Und es fühlt sich trotzdem gruselig an, nicht gut an, gefährlich an. Ich demonstriere jetzt auch nochmal mit der Stange. So, und ich weiß jetzt gar nicht, wie die Leute es schaffen, weniger aufrecht zu sein, als was ich jetzt bin. So, dann der Unterrücken, sofort Spannung und sofort denke ich, oder die Hantel haut mir ab. Also ich weiß nicht, wie man weniger aufrecht starten soll. Außer halt, ich lege die Hantel weiter unten ab. So, und jetzt versuche ich mal, mich nach vorne zu lehnen, so wie es sich noch gut anfühlt. Aber es geht nicht. Mein Kopf, Oberkörper bleibt aufrecht. Und dann geht es anatomisch, geht es nicht weiter als so. Es geht nicht. Und wenn ich nach vorne, dann haut mir die Stange einfach nach vorne ab. Also ich weiß einfach echt nicht, was ich machen soll, außer Low Bar Squat. Low Bar Squat habe ich aber noch nie gemacht. Das müsste ich erst lernen, das kann ich jetzt nicht einfach so machen. Also, mit den langen Beinen ist es einfach tatsächlich momentan mit meinem Wissensstand nicht möglich, dass ich tief erreiche. Das geht anatomisch nicht. Und immer wenn ich mich dann einfach dazu zwinge, wird es sehr gefährlich und sehr ungesund. Es geht nur, wenn der Oberrücken dann einfach nach vorne rundet.
Oder wenn die von Anfang an mit nach vorne schifte mit dem Rücken, wo dann einfach alles auf den unteren Rücken geht und das geht bei hohen Gewichten einfach nicht. Deswegen bin ich auch beim letzten Kniebeugetraining ab einem gewissen Gewicht dann habe ich die Tiefe nicht mehr erreicht, weil es geht nicht, dass du dann 260, 290 Kilo auf dem Rücken hast und gehst damit so nach vorne und das muss halt der ganze Unterrücken stabilisieren. Das funktioniert nicht. Ich bin dann ja auch nicht mehr im Hantelfahrer, ich bin nicht mehr in meinem Schwerpunkt drin einfach. Ich kann mich nicht nach vorne lehnen, ich bin da nicht mehr Schwerpunkt drin. So ist also. Deswegen, ich weiß nicht, wie ich weniger aufrecht starten soll, weil wenn ich weiter nach vorne gelehnt bin, bin ich nicht mehr im Schwerpunkt und das ist Kacke, das geht einfach nicht, das kann man nicht machen. Und wenn ich es aber nicht mache, sind die Beine einfach ab einem gewissen Punkt im Weg und ich komme nicht weiter als so. Es geht nicht. Es funktioniert einfach nicht. Es geht mit Low Back Squat, würde es gehen. Also ich weiß halt jetzt nicht mehr, was ich machen soll. Deswegen kann ich nichts anderes machen als Strongman-Kniebeuge oder sogar leicht über Parallelen. Bis ich halt rausfinde, wie ich es anders hinkriege. Es liegt halt nicht am scheiß Gewicht. Ich kann ich 10 Kilo nehmen, kann ich 100 Kilo nehmen, 200 Kilo, es bleibt gleich. Klar, wenn ich dann an One Rep Max gehe, irgendwie 290, dann hat es auch nochmal anderen Grund, dann ist es nochmal ein bisschen höher. Das ist dann auch psychologische Angst oft einfach. Ich versuche es jetzt einfach nochmal. Versuche mal so tief wie möglich abzulegen. Oh nein, das fühlt. Oh nein, auf gar keinen Fall lauber. Ich habe auch keine hinteren Schulterköpfe, da habe ich gar nichts, wie ich es ablegen kann. Das fühlt sich an, als würde es sofort rausfallen, die Hantel. Ich hasse lauber einfach. Ich kann nur halber. Jetzt habe ich mich ja gleich nach vorne gebeugt. Aber ich stopfe mir gegen die Gardine. Ich muss das wieder umbauen. Ich kann es nur ausprobieren. Das ist für mich sehr schwierig. Das hat halt nichts mit Ego zu tun oder falsche Technik oder zu schweres Gewicht oder nicht wollen. Es ist einfach fucking Anatomie. Jetzt habe ich natürlich wieder im falschen Winkel gefilmt gehabt. So. Ja, so funktioniert das. Ich muss wirklich die Stange sehr weit unten am Rücken ablegen, so dass es gerade noch als halber durchgeht. Also gerade noch auf den Traps, auf den mittleren Traps liegt und nicht auf den hinteren Schulterköpfen. Dann geht das gerade so eben, aber da habe ich gar keinen Spielraum. Das muss dann komplett sitzen. Also halber Squat und lange Oberschenkel, sehr schwierig. Ansonsten ist das jetzt der andere Winkel, den ich noch anbieten kann. Jetzt versuchen wir es nochmal mit etwas schwererem Gewicht. Nach den 70 Kilo und ich merke gerade, das Ganze, also es macht mir jetzt total Spaß mit geringerem Gewicht, ja, die Tiefe zu probieren und zu gucken, woran es liegt, auszuprobieren. Das liegt tatsächlich wirklich wieder an meinem Kack-Autismus, der immer alles gleich haben will. Der hasst einfach Veränderungen. Der will es immer gleich haben, immer gleich. Und das brennt einfach im Kopf eine Sicherung durch. Also es ist halt ein bisschen komplexer noch, als was ich sage, weil ich gleichzeitig ADS habe, verändere ich trotzdem ständig mein Training, baue eine Übung, eine neue ein, eine andere wieder raus und so weiter. Aber ich kann es jetzt nicht genau erklären, aber in gewissen Dingen ist es dann halt wirklich so, dass ich da nicht ausbrechen kann. Es geht einfach nicht. Das Gehirn will immer das Gleiche. Es muss immer so sein, damit es befriedigt ist, das Gehirn, und dass man aufbauen kann auf die gleiche Art und Weise, dass man sich damit besser auskennt, immer besser und immer tiefer in diesen selben Bewegungsablauf, in denselben Sätzen.
selben schweren Gewichten, selbe Wiederholungszahl, in meinem Fall 1 bis 3, um das halt tiefer und tiefer zu erfahren, erlernen, zu perfektionieren. Und wenn das dann da rauskommt, wird das ganz anderes machen soll, komplett unzufrieden, das schreie ich innerlich. Und wenn ich es dann aber doch mal anders mache, dann freut sich mein ADHS, sagt so, ja, endlich mal was Neues und macht eigentlich total Spaß. Oh, und es dauert dann teilweise wirklich manchmal ein halbes Jahr oder auch Jahre, bis ich mal irgendwo rauskomme aus so einem Scheißtrott. Das ist wirklich so ein Kernaspekt von Autismus. Also das hat überhaupt nichts mit Sturheit oder so zu tun. Ich finde das halt selber scheiße. Ab dem Gewicht geht es dann wieder nicht. Das ist halt komplett kurios. Da bleibt der Oberkörper dann wieder so krass aufrecht. Wenn ich dann noch ein, zwei, dreimal mache mit dem Gewicht, dann geht es wieder. Aber das bleibt halt nicht dauerhaft. Wenn jetzt zum Beispiel mir mit dem Gewicht runtergehen würde, mehrere Sätze, oder ich mache einfach eine sehr lange Pause, gehe wieder ins Gewicht, dann funktioniert es wieder nicht. Das ist doch Kacke, ist das. So einen Versuch mache ich noch. Und wenn das nicht klappt, hoffe ich auf die SSB-Bar, dass ich damit tief hinkriege, wo der Rücken da. Aber das ist dann weiter nach vorne. Alles ist die Übung und der Rücken dann auch aufrechter bleiben darf. Mal gespannt, wie es mit der SSB-Bar sein wird. Aber es ist ja auch alles nicht gut mit der SSB-Bar, weil es ist ja nicht erlaubt im Wettkampf. Und ist sogar schwerer als mit einer normalen Hantel, deswegen ist es auch nicht vergleichbar. Also ich werde hier wahrscheinlich nur Strongman-Kniebeugen hinkriegen, egal mit welchem Kackgewicht. Ja, jetzt ging es gerade so eben, weil ich mich gezwungen habe. Und da hat es dann auch im Fußgelenk Aua gemacht. Das ist nicht mobil genug. Ich habe aber keine Lust, Squatschuhe zu tragen, weil dadurch wird die Übung für mich einfach tausendmal schwerer und awkward, unangenehm. Ich versuche das gleich trotzdem mal. Ich werde es ja sehr viel besser dadurch. Und das ist dann noch so eine andere Geschichte. Ich war dann wieder ein paar Millimeter über den Pins und dann rechte Fußgelenk. Aua, aua, aua. Trotzdem habe ich mich kurz zu gezwungen. Das ging aber dann gerade so eben mit Biegen und Brechen. Aber es wird halt nicht besser werden, auch wenn ich das die ganze Zeit jetzt auf die Art und Weise mache und mich dazu zwinge, den Körper dazu zwinge. Weil das ist halt nicht ein reines Mobilitätsproblem. Kommt noch oben drauf, klar. Aber es wird dadurch nicht besser werden, wenn ich mit dem Gewicht das dann jetzt irgendwie Wochen und Monate übe. Es wird nicht besser werden. Meine Anatomie bleibt meine Anatomie. Ich versuche das jetzt mal mit Squatschuhs, wie sich das einfach verändert, zum Ausprobieren. Ich kann mich damit auch nicht gut. Ach.
komme ich noch weniger weiter runter. Das ging jetzt gar nicht. Und gleichzeitig, boah, ich kann auch damit überhaupt nicht laufen. Das tut richtig in den Quads weh. Es geht alles auf die Quads. Die sind bei mir eh unterentwickelt. Das tut richtig weh, damit zu laufen. Kann ich noch weniger weiter runter, das ging also überhaupt nicht. Das fühlt so scheiße an, die ganze Zeit so nach vorne geschiftet zu werden. Ja, so langsam geht mir das Latein aus, so weiß nicht, was ich machen soll. Ich werde jetzt einfach 200 Kilo gehen. Gucken. Weil ich kann das so lange wiederholen, wie ich will mit 180 Kilo. Es wird halt nicht anders werden. Ich kann jetzt höchstens gucken, ob ich die Tiefe, die ich mit 180 erreiche, auch mit 200 erreiche und so weiter. Squat schon wieder weg für immer. Also das Einzige, was ich jetzt tatsächlich machen kann, ist zu üben im Loch, wie gesagt, den Rücken ein bisschen nach vorne kommen zu lassen, ohne dass der Oberrücken sich nach vorne rundet. Und zu üben, da hat keine Angst zu haben, dass die Stange dann irgendwie nach vorne wegfällt oder dass ich nicht mehr im Hantelpfad bin. Das ist eigentlich meine Angst, dass ich ja nicht mehr im Hantelpfad bin und dann dem oberen Rücken bei der Aufwärtsbewegung dann ja, alles aus dem oberen Rücken machen muss und die Hantel zurück in die Position über den Mittelfuß zu bringen. Ich kann mir halt den Hantelpfad nicht angucken, wie das im Real aussieht. Aber das ist halt so die Blockade, mit dem Rücken nach vorne zu kommen. Das ist die einzige Möglichkeit tatsächlich, wie ich anatomisch gesehen tiefer erreichen kann. Und das Einzige, was ich versuchen kann, ist wirklich zu gucken, geht es mit dem Gewicht, kriege ich es hin? Ja. Dann muss ich halt wieder ein bisschen höher gehen, so 20 Kilo vielleicht, und gucken, ob ich es damit dann auch noch hinkriege. Das ist das Einzige, was mir jetzt gerade bleibt. Nicht funktioniert, dann muss ich bei dem Gewicht bleiben und nochmal versuchen. Ich war wieder dann einfach halt sehr aufrecht, weil ich versuche das Gewicht irgendwie zu stabilisieren. Und dann komme ich so weit unten an, wie es halt geht. Ich versuche mich zu zwingen, so weiter runter zu ruckeln, komm jetzt runter. Körper geht, ich könnte da auch die ganze Zeit da sitzen. Ist ja gar kein Problem, um wieder aufzustehen. Körper will nicht weiter runter. Dann habe ich versucht, dann noch den Rücken nach vorne zu legen, dann rundet der aber nur nach vorne, die Hand haut ab. Hat wieder nicht funktioniert. Das halt, finde ich echt sehr nervig, nur um irgendwie 2-3 cm Tiefe noch zu kriegen. Also, ich weiß ja nicht, ob ich überhaupt einen Bock auf Powerlifting habe und mich einfach mit einer Strongman-Kniebeuge zufrieden gehe, weil so ist meine ganze Anatomie einfach überhaupt nicht für Powerlifting geeignet, aber dafür sehr gut für Strongman. Ich muss auch sagen, dass ich das mental so frustrierend finde gerade, dass ich gar keinen Bock mehr habe. Ich werde jetzt nochmal diesen Einsatz versuchen, aber das ist einfach so mental auslaugend, dass ich das dann auch einfach erstmal abbrechen werde. Und auch keinen Bock habe, mich da irgendwie zu zwingen, die letzten 2 cm hinzukriegen. Weil ich mich frustriert einfach, dass ich dann mit dem Oberkörper nach vorne muss und das halt doppelt bis dreimal so viel Stabilität benötigt, wie die meisten anderen Menschen das brauchen, die einfach
relativ aufrecht beugen können durch ihre Anatomie. Ich bin da echt nicht für geeignet, für anatomisch für Powerlifting. Und ich glaube nicht, dass ich darauf langfristig Bock haben werde, das in Kauf zu nehmen. Wenn ich gleichzeitig einfach einen anderen Kraftsport aus Strongman betreiben könnte damit. Aber beim Strongman, wenn man da halt Stones macht oder so, muss man auch richtig tief in die Beuge kommen. Vielleicht wäre es auch nur gut mit Stones zu üben, weil dann fängt man nämlich schon so tief an und generiert Stabilität damit. Aber ich habe dafür keine Möglichkeit. Ich habe keine Möglichkeit, Stones irgendwie zu hier in Innenräumen zu haben. Ist alles nervig und kompliziert irgendwie. Habe ich irgendwie gar keinen Bock drauf, aber es bringt halt auch nichts. Es interessiert halt keinen, wenn ich Videos hochstelle von Beugen, die nur parallel sind oder knapp darüber. Das bringt halt auch nichts. Das ist halt sogar das Frustrierende, was mich gerade wirklich sehr stark demotiviert. Ich wusste auch, dass mich das demotivieren würde, deswegen bin ich das die ganze Zeit nicht angegangen, weil ich genau wusste, dass es das einfach nicht funktionieren wird. Gürtel vergessen. Bin schon gar nicht mehr dabei, mental. Das ist so das Gegenteil von Spaß. Vielleicht mache ich einfach gar keine dieser Sportarten, sondern versuche einfach nur kräftiger für mich zu werden. Weil Kraft ist für mich auch was ganz Individuelles. Und ich brauche jetzt nicht unbedingt eine Kraft haben, um in einer vorgefertigten Sportart mich irgendwie vergleichen zu können mit anderen. Und das wollen natürlich ja, deswegen interessiert es halt niemanden, wenn ich hier mein eigenes Ding mache, außer ich mache dann halt 500 Kilo Beuge leicht parallel, dann wird jeder sagen, ja, bei 500 Kilo ist alles gut. Ich denke, darauf wird es eher wirklich tatsächlich hinauslaufen und werde weiterhin das so machen, wie ich das würde. Hätte ich jetzt die ganze Zeit diese Wochen und diese Technik-Scheiße gemacht, die sowieso zu nichts führt bei mir, die mich auch nur frustriert und meine Lust am Sport einfach komplett auffrisst. Hätte ich das die ganzen Wochen, Monate nicht gemacht, dann wäre ich jetzt schon bei einer 350 Kilo Beuge. Leicht über parallel oder 340, irgendwie sowas. Aber ich, wie gesagt, innerhalb von wenigen Monaten von 170 auf knapp 300 gekommen bin, mit derselben Höhe oder derselben Tiefe. Es geht dann schon sehr schnell. Und das, was ich jetzt hier so mache, das bringt halt überhaupt nichts für mich. Und deswegen habe ich halt auch keinen Bock auf Trainer oder sowas. Oder irgendwelche Leute, die mir Tipps geben, weil die mich einfach nicht kennen, meinen Körper nicht kennen. Und meine Ziele nicht verstehen oder kennen. Einfach mich als Person nicht. Die denken mir einfach zu wenig komplex und zu sehr nach Schablonen und zu sehr nach Vorgaben und Wettkampfregeln und sowas. Das ist halt alles nicht meins. Ich muss halt mein ganz individuelles eigenes Ding machen. Das funktioniert halt gar nicht anders. Wenn ihr euch dann nicht vergleichen könnt mit mir, ist mir das eigentlich auch ziemlich egal. Ne, es knackt auch alles in den Knien, wenn ich mich in die Tiefe einfach reinzwinge. Dann knackt alles und mir brechen die Knie einfach tatsächlich, weil es einfach nicht geht.
anatomisch. Mir brechen die Knie einfach, wenn ich mich dazu zwinge. Das funktioniert nicht. Klar, ich könnte vielleicht noch weniger Gewicht drauf machen wieder. Mit 180 Kilo habe ich es da hingekriegt. Also mit entweder mit sich zwingen oder ich weiß gar nicht mehr wie. Bin es halt auch schon wieder sehr müde und halt demotiviert. 6 Uhr nachts, morgens. Ich habe nachts angefangen. Das ist jetzt sehr raw und ehrlich, das Video. Und das dann irgendwie, ich bräuchte dann mindestens ein halbes oder ein Jahr für, um mich dann irgendwie auf dieselben Gewichte hoch zu trainieren. Und um da irgendwie 2, 3 Zentimeter tiefer zu werden. Und jetzt 6 Monate das hinzukriegen. Oder in 6 Monaten auf 350 bis 400 Kilo mit meinem Style hochzukommen. Da weiß ich, was mir lieber ist. Und da muss ich tatsächlich wirklich auf alle anderen scheißen, die irgendwie gerne was anderes haben wollen würden, was ich tue. Das bringt mir tatsächlich einfach nichts. Das macht mir keinen Spaß. So bin ich auch nicht motiviert und es funktioniert dann einfach nicht. Dann kann ich auch aufhören mit dem Training. Und kraftmäßig ist es halt gar kein Problem. Es hat überhaupt nichts damit zu tun. Es geht einfach nicht tiefer. Ich kann mich zwingen, wie ich will, so runter ruckeln und dann knackt es überall in den Knien und alles. Die sind einfach im Weg, die Beine. Ich kann höchstens nochmal versuchen, den oberen Rücken in der Haltekraft speziell zu stärken, aber all dieser ganze Aufwand, und dann funktioniert es vielleicht trotzdem nicht, das hält mich ja halt alles von Fortschritten ab. Klar, wenn es mir wichtig wäre, irgendwelche Wettkämpfe zu machen, dann ist es natürlich letztendlich ein Fortschritt, aber es ist mir halt nicht wichtig. Vielleicht mache ich das mal in 2, 3 Jahren oder so. Aber erstmal will ich meinen Style trainieren irgendwie. Das funktioniert anders gerade einfach nicht. Man merkt schon daran, dass ich so viel redet, wie sehr mich das halt frustriert. Geht nicht tiefer, es funktioniert nicht. Wir brechen dann einfach die Gelenke durch. Ja, ich beende das Experiment damit. Was mich jetzt mehrere Wochen gekostet hat und zu nichts geführt hat. Ich das auch im Vorhinein wusste. Tut mir leid, aber wenn keiner von euch eine fundamentale Idee hat, wie ich das ändern kann, ohne dass es mir die Beine, die einfach im Weg sind, wegbricht und kaputt macht, dann kann ich das einfach nicht weiter verfolgen mit diesen letzten 2 Zentimetern Tiefe. Also das war's. Ich scheiße auf Wettkampfsport. Ich muss das so machen, wie es für mich funktioniert. So, und damit wir nicht nur Cardio gemacht haben mit 65% von Rep Max, jetzt mal 220 Kilo. Und ganz ehrlich, ich habe mir jetzt die Videos angeguckt, von der Perspektive von vorne. Also wirklich ganz ehrlich, für mich sieht das sowas von tief genug aus. Wie ich gesagt habe, das ist wirklich eine Frage der Perspektive. Sieht ganz anders halt aus als von hinten und das war jetzt nicht wirklich viel tiefer wie die 290 Kilo vom letzten Mal. Schon ein bisschen tiefer, ja, weil ich mir jetzt auch ein bisschen dazu zwinge, was auch nicht unbedingt immer gut ist. Aber ehrlich gesagt muss ich nicht auf die Pins aufschlagen, auf die Höhe, um die Tiefe zu erreichen. Also ich sehe auf dem Video, wie auch der Arsch dann runter drunter kommt und sichtbar wird von vorne. Also für mich sieht das wirklich leicht unter parallel aus. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also
Ich glaube nicht, dass es noch tiefer sein muss. Klar, viele beugen lieber ein bisschen tiefer als zu hoch, um halt auf jeden Fall gültige Versuche zu kriegen. Aber bei mir ist es tatsächlich einfach nicht wirklich drin. Also mir reicht das auf jeden Fall. Also ich finde das wirklich, wirklich tief genug. Das ist für mich gar keine Frage im Prinzip. Man müsste das eigentlich auch nochmal von der Seite sehen, auch von vorne. Sieht das für mich schon tiefer aus, als was ich von sehr vielen Top-Athleten sehe, die Kniebeugen machen. Muss ich ehrlich sagen. Rechte Tiefe definitiv. Fühlt sich auch richtig an, fühlt sich natürlich an, fühlt sich nach einem ordentlichen Reiz an. Und gleichzeitig ist es überhaupt nicht schwerer als wenn ich 4, 5 cm höher. Die Male, wo ich noch höher gebeugt habe, 4, 5 cm. Im Vergleich zu dem ist das überhaupt nicht schwieriger.